Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu Terraria auf der Nintendo Switch. Ich habe hier ein bisschen was gemacht, und zwar wird das mein Obsidian-Generator, den habe ich ein bisschen verkabelt. Da habe ich einen Schalter gemacht mit Ein- und Auslasspumpen und hier mit einem Timer, mit einem 1-Sekunden-Timer. Und da hoffe ich jetzt, dass das gut passen wird. Ich werde hier das gleiche hier rüben mit Wasser machen. Das heißt, ich brauche blöderweise Bleibahn. Also zuerst zeige ich noch, was das bringen soll. Und ich denke, wir werden diese Seite mal laufen lassen. Wer weiß, ob das was bringt. So sieht das dann aus. Das soll Lava generieren, hoffentlich mit der Zeit. Es sieht jetzt momentan nicht danach aus, wenn ich ehrlich bin. Aber schauen wir mal. Wir lassen es einfach mal laufen und gehen mal ein wenig runter, beziehungsweise mal hier rüber und schauen, ob wir ein wenig Blei finden. Hier werde ich auch noch weiter bauen, aber ich denke wohl, das werde ich jetzt hier nicht allzu weit weiterführen. Oh, Bleierz. Sieh mal einer an. Das ist gut. Hier kommen wir hoffentlich gleich zu... Oha. Nicht gut, nicht gut. Das Wasser hier ist gar nicht gut. Der Bohrer ist laut. So, gehen wir mal hier rüber und hoffen, dass hier irgendwo mal... Oh, das ist nicht gut. Da werden wir wohl noch was basteln müssen. Oh, hier ist eine Kiste. Mit einem Bumerang. Und Bleibahn ist auch gut. Nehmen wir gerne mit. Apropos, nehmen wir gerne mit. Auch die Kiste nehmen wir mit. Und jetzt werden wir mal hier hoffentlich ein bisschen für Drainage sorgen. Jawohl. Genau so. Genauso mag ich das. Okay, hier bauen wir vorerst mal nicht weiter. Wir werden hier ein wenig nach unten gucken, obwohl hier in dieser Höhe eigentlich das Blei ganz gut wäre. Gehen wir vielleicht hier noch ein wenig. Oh, schau mal. Was da alles so rumbleit. Das ist mal gut. Komm her, wo ist der Wurm? Hier ist er.
drüben ist auch ein wenig Blei. Ist das da drüben auch Blei? Nein, ich denke nicht. Stein und Sand und Schlamm und Dreck und... Ups. Wo sind wir da gelandet? Sand. Okay. Gehen wir weiter. Bisschen Gift. So. Ich würde sagen, hier werden wir mal unser Glück versuchen. Einfach hier rüber bauen. Oh. Was haben wir denn hier? Das ist wirklich cool. Ganz egal, wo wir uns da hinbauen, es gibt immer was Nettes zu entdecken. Mal so ein bisschen nach oben. Oh, apropos, hier sehe ich gerade zumindest ein bisschen Bleierz. Nicht viel, aber immerhin. Ah, ich nehme das nicht viel, das nehme ich zurück. Sieht doch nett aus. Ups. Und hier gehen wir mal darüber, da leuchtet was schön. Und da ist schon wieder etwas Bleierz gewesen. So. Okay. Da gibt es wieder ein paar Spinnen, fürchte ich. Oder nicht? Auf jeden Fall gibt es hier ein paar Amethysten und Blei. So, hier rüber. Jawohl. Oha! Wir brauchen Granit mal nicht. Kobalterz. Können wir gut gebrauchen. Der Handelsreisende haut wieder ab. Nachdem ich nichts gekauft habe. Das ist ein gutes Recht. Da ist das nächste Kobalterz. So. Oh. Mann, Mann, Mann. Das lässt doch das Herz höher schlagen.
So, ich denke, ich werde jetzt mal den Weg nach den Weg nach oben wieder antreten, sobald ich das hier fertig abgebaut habe. Und hier, okay, hier unten, das ist schon wieder Blei. Okay. Das Blei bauen wir noch ab. Da werden wir dann noch weitermachen. Aber jetzt gehen wir mal rauf und schauen, ob wir schon genug haben für unsere, für unser kleines Vorhaben. Immer noch keinen Magic Mirror. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall. Hier haben wir mal. Okay, Kupferbahn nicht. Bleibahn. Wunderbar. Was haben wir dann noch im Angebot? Kobaltbahn. So, und hier haben wir die Auslasspumpe, Einlasspumpe und das werden wir brauchen. Und zwar machen wir das so, wie wir es hier drüben gemacht haben. Und hier sieht man, da tut sich was. Das sieht gut aus. Wir haben hier eine Auslasspumpe, zwei Einlasspumpen. Und zwar ist es hier schon gut. Das wird schon gut gefüllt. So. Wir benötigen, wie gesagt, zwei Einlasspumpen, eine Auslasspumpe. Weiters benötigen wir Platz für das Ganze. Ups. So. Das passt so. Und jetzt, wenn wir hier mal raufschauen. Nö. Ah, war das bei einem Tisch und Sessel? Genau. Hier können wir jetzt eine Golduhr basteln. Mit dieser Golduhr lässt sich, ich denke, war das hier? Schauen wir mal. Genau, hier ein 1-Sekunden-Timer basteln mit einer Golduhr und Kabel. Den brauchen wir auch. Und ich denke, von dir brauchen wir noch einen Hebel. Ja. Und dann können wir da schon beginnen zu basteln. Wir machen das ähnlich oder eigentlich ziemlich genauso wie auf der anderen Seite. Das machen wir mal weg. Eins, zwei, drei. Hier so, hier, ups, hier basteln wir, na komm her, das hin, so, wir haben hier jetzt unseren 1-Sekunden-Timer. Wenn wir schon dabei sind, platzieren wir hier Kabel. Und zwar auch die Wand entlang. Nach oben.
machen hier das Ganze zu. Dann sieht das schon ganz okay soweit aus. Das passt auch. Das hier kommt weg. So. Hier. So. Hier haben wir die Einlasspumpe. Dann haben wir hier auch noch eine Einlasspumpe, die wir noch nicht platzieren können. So. Na komm, okay. Aber jetzt. Eine Auslasspumpe, die kommt hier hin. Eine Einlasspumpe, die kommt gleich auch mit hier hin. Dann wird das Ganze verbunden. Einmal hiermit, einmal hiermit und einmal hier nach oben zum Schalter dann. Und dann geht's nach oben. So. Und wenn alles passt, sollten wir jetzt den Hebel drücken. Ach so, das ist ja nur die halbe Miete. Wir brauchen noch Wasser. Ohne Wasser geht halt dann auch nicht so viel. Wasser hatten wir jetzt hier irgendwo da unten. Oh, was haben wir hier? Wir haben Kürbisse. Und einen Drecksblock. So. Wir haben Kürbisse. Da möchte ich noch kurz schauen, ob wir mit Kürbissen was basteln können. Also wir können sicher was basteln, aber was genau? Eigentlich ganz schön viel. So, Kürbiskuchen, Kürbisklappe, Kürbiswand, Badewanne, Bett, Bücherschrank, Kandelaber, eine Kürbisuhr, eine Kürbistür, Kürbiskommode, einen Stuhl, Kronleuchter, Truhe, Klavier, Waschbecken, Tisch, Werkbank, eine Kürbislaterne, Lampe, Laterne, hängende Kürbislaterne, Sofa, eine gesamte Rüstung und eine Kürbismondmedaillon, ein Kürbismondmedaillon. Okay. Beschwört den Kürbismond, das werden wir jetzt noch nicht machen. Wir lassen uns immer nur zu gern ablenken. Wir wollten Wasser holen. Hier drüben sollte genug sein. Wir holen uns was rauf. 4 Stück. Mehr Eimer haben wir im Moment noch nicht. Mehr brauchen wir auch eigentlich nicht. So. Rauf mit uns.
Hier haben wir die Übel. So, dann hoffen wir mal. Und schon steigt das Wasser. Was hat Hanno zu bieten? Farbstoff, Färbebottich, seltsame Pflanzen. Okay. Ja, das läuft. Schön, schöne Sache. Das dauert ein wenig, aber es läuft ohne mein Zutun. Das finde ich ziemlich cool. Und ich brauche mich dann wirklich nur noch hier hinstellen und das Obsidian abbauen. Werden wir dann in ein paar Minuten machen. Und warum mache ich das? Ich würde eigentlich ganz gerne hier ein wenig ausbauen. Diese Behausungen zum Beispiel oder etwas vielleicht hier weiter oben ein wenig weiter bauen und dort keine Ahnung, ein wenig Farmen zu bauen, Pflanzenfarmen, was weiß ich. Da fällt mir schon was ein. Oder vielleicht fällt euch was ein, dann bitte sagt es mir, was ich hier bauen soll. So, das füllt sich schon langsam. Und wir können hier ordentlich Obsidian farmen. Das dauert ein wenig, aber total gefahrlos und endlos. Und schon haben wir 68, also insgesamt 93, aber jetzt schon 68 Obsidian gefarmt. Und mit dem können wir dann Obsidian-Blöcke machen, Obsidian-Schädel machen, Obsidian-Schilder machen, was weiß ich, was. Alles, was uns einfallen sollte. Ich finde das ziemlich cool. Schön. Ich könnte nicht stundenlang zusehen, aber stolz bin ich trotzdem ein wenig. Okay. Wir werden mal schnell stapeln. Wir können hier das ablegen. Die Kürbisse legen wir ab. Und wir schauen etwas weiter nach unten und hoffen, hier vielleicht in dieser Höhe auf ein bisschen neue Erze. So wie das hier. Okay, also in dieser Höhe sollte es was geben. Dann werde ich mal vielleicht einfach auf gut Glück hier reingraben. Und mal schauen. Nö, so viel Glück habe ich dann auch nicht. Eine Pfeilfalle haben wir. Hier haben wir wieder Kobalterz. Ach ja, mit dem Kobalterz wollte ich auch noch schauen, ob ich noch was basteln kann, was uns weiterhelfen könnte. Vielleicht irgendeine Waffe.
Kobalterz gibt's. Wir haben hier ziemlich viel schon. Und wieder ein bisschen Blei. Okay. Einfach weiter. Auf der Minimap sehe ich hier oben etwas leuchten, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das was Schönes? Ach, ja, mich. Scheinbar täuscht mich alles, es ist nur Kupfer. Schade. Okay, vielleicht hier mehr Glück. Ein bisschen hier rein. Ja, da haben wir schon mehr Glück. Gut. Oh, das ist Wasser. Pfeilfalle wollen wir auch wegmachen. Oh. Lebenskristall. So, und da wird es gefährlich. Schauen wir mal. Ups. Wow, die macht richtig Schaden. Wow, okay. Da unten ist noch ein Lebenskristall. Aber mir wäre das Erz ehrlich gesagt lieber. So. Kobaltschwert. 39 Nahkampfschaden, meins. Macht 40, aber langsam. 40, aber langsam. Und das hier ist 39, aber schnell. Das könnten wir mal versuchen. Ja, ich denke, wir versuchen das jetzt einfach mal. Warum denn nicht eigentlich? So. Ja, das könnte mir gefallen. Wir brauchen auf jeden Fall Platz im Inventar. Spinnengiftzahn. Titanerz. Da geben wir die Bahn auch hin. Die Eimer brauchen wir jetzt im Moment auch nicht.
ebenso wenig wie die Kabel. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da ein wenig für Unruhe sorgen können. Wo war das überhaupt? Das war weiter oben. Eine Maus. Das Einzige, was mir ein wenig fehlt jetzt, ist das Licht. Das Schwert hat mir schon gut gefallen, weil es ein wenig Licht gemacht hat. Aber ich denke, das werden wir verkraften können. Na. So. Ja, Fledermaus. Wir hätten es noch, das mache ich, wenn ich das nächste Mal sterbe, verzaubern hätten wir es noch können. So, wir brauchen durch. Dann will ich hier runter. Ah. Alles, was leuchtet, will ich haben. Ja, sehr schön. Oh. Hallo. Auch wenn ich Kobalt wohl eher nicht mehr brauche. So. Freue ich mich trotzdem noch darüber. Sehr schön, der kommt gar nicht mehr richtig an mich ran. Außer ich gehe wieder zu weit. Oh, da macht er noch ordentlich Schaden. Leider. Ah. Bisschen Gold. Gold nehmen wir mal mit. Da ist wieder haufenweise Kobalt. Der Blutmond steigt auf. Oh je. So, Kobalterz ist mein. Was?
Platanerz. Her damit. Dann bleiben wir unserer Linie treu. Ein bisschen nach links. Und ein wenig Licht in die Sache bringen und hoffen, dass man auf was Nettes stößt. Uhuhu. Ja, ja. Puh. Jetzt schauen wir mal, wie es an der Oberfläche aussieht. Da kommt schon was auf uns zu. Hüpfender Kürbis zum Beispiel. Ein Rabe. Sollten wir mal nach oben gehen. Oh, schau dir das an. Fast voll schon. Blutzombie, komm nach unten. Komm her. Oh, da unten ist ein ganz gefährlicher Gegner. Der Clown. Und warum ist er so gefährlich? Weil er alles in die Luft sprengt. Er wirft Bomben. So, Platz habe ich noch. So, Monstergeist. Immer noch 11 Feinde in der Nähe. Eine Wundertüte. Hier sind wir voll. Das heißt, wir können ordentlich Obsidian abfarmen, jederzeit. Das war ein Zombie im Superheldengewand. Thank you.
So, darf ich dann wieder Erze machen, Barren machen? Das wäre nett. Oh, ein Purpurtan Goldfisch. Blutzombie. Der Regen sieht auch nicht so gesund aus in Rot. Bisschen Platz habe ich noch im Inventar. Und dann gehen wir wieder nach unten. Ich denke, Geld habe ich jetzt dann auch wieder. Gar nicht so wenig. Sieht aus, als wäre ein Ende in Sicht. Kürbis. Also ich habe schon wieder 3 Gold. Regenmantel-Zombie. Oh. Moment, der zornige Nimbus, der macht mich gerade nicht glücklich. Da brauche ich eine Fernkampfwaffe. Kann ich die mit dem hier auch machen? Ja, sieht gut aus. Oh, ein Clown. Der Clown. Ich dachte, früher hat der alles kaputt gemacht. Zumindest hatte ich immer Angst vor dem Clown. Das sollte jetzt wieder reichen. So, jetzt schauen wir uns das noch kurz an. Da können wir jetzt Obsidian ohne Ende farmen, indem wir einfach darunter stehen und abbauen, abbauen, abbauen. Wenn wir da wieder raufschauen, das füllt sich dann sofort wieder auf. Perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, und was habe ich mir noch vorgestellt? Dass ich hier genug Barren zusammenkriege. Ups. Kaugummiblock.
Ups. Wir haben doch so viele Erze. Habe ich die irgendwie aus Versehen eingepackt? Ich meine, bestimmt, aber ich die jetzt finden. Nö, das ist rosa Gel. Aber es ist das andere rosa Zeug. Dieses. Oh, irgendwas. Dieses. Oreichalkos. Wo haben wir das? Haben wir das? Waren dann in einer der letzten Kobalterz? Da habe ich doch einiges abgebaut. Oder nicht? Höllenstein. Eins wird mir vielleicht noch einfallen. Hier. Hier eventuell Amethyst. Nö. Ach, das ist ja ärgerlich. Weil ich dermaßen blind bin. Kupfererz, Zinnerz. Amethyst. Schlackeblock. Mensch. Ich habe nur eins. Okay. Das war doof. Und 11 Barren sind zu wenig, um hier irgendwas bauen zu können. Offensichtlich. Offensichtlich. Okay, gehen wir noch einmal runter. Diesmal stopp hier rüber. Hier rein. Und jetzt auf gut Glück hier rüber.
jeden Fall ist hier unten wieder eine neue Höhle. Da drüben ist, soweit ich das sehen kann, Bleierz. Oder nur Kupfer. Nur Kupfer. Da graben wir lieber hier runter. Was allerdings ist das, glaube ich, auch. Nein, das ist Kobalt. Okay. Ich denke, Kobalt habe ich jetzt genug. Oh, das Schwert ist nicht gut. Das macht nämlich ordentlich Schaden. Wie ich schon am eigenen Leib erfahren musste. So, ich denke, wir graben hier rüber. Ich habe da ein gutes Gefühl, sagte er und bohrte in den Schlickblock. Das sind die berühmten letzten Worte. Ich habe da ein gutes Gefühl. Hier haben wir wieder Blei, obwohl ich Blei jetzt im Moment echt nicht mehr brauche. Der Hintergrund ist hier hübsch. Bringt mir zwar nicht viel, aber er ist hübsch. Das ist wieder... Ah, nicht gut. Nicht gut. Die schwarze Einsiedlerin. Gespenst. Und die nächste schwarze Einsiedlerin. Und die nächste schwarze Einsiedlerin. Aber vielleicht kann ich mit dem Spinnengiftzahn wenigstens was Vernünftiges machen. Vorsichtshalber mal ein gesegneter Apfel. Das hat jetzt wichtig ausgesehen. So gelb leuchtend. Seele des Lichts ist natürlich auch immer willkommen. Die Einsiedlerin kommt gefährlich nahe. Toll. Jawohl, gestört Giftstab. Hier können wir was explodieren lassen. Ach so, hätten wir was explodieren lassen können, wenn wir nicht schon den Sprengstoff entfernt hätten. Intelligent wie wir sind, also ich. Autsch, autsch. So.
einmal ablegen. Dann schauen wir noch. Ups. So, was wir hier gefunden haben. Gesegneter Apfel beschwört ein Einhorn zum Reiten. Das ist cool. Das werden wir mal hier hinpacken. Dann haben wir noch den Giftstab. Der macht 43 magischen Schaden, der mehrere Feinde durchbohrt. Ich denke, den werde ich mal austesten. Und was ich noch denke, wir gehen hier rüber. Nö, nicht hier rüber. War das der Magier? Nö. Nachschmieden. Wir werden hier nachschmieden. Ach so, das kostet ordentlich Kohle. Wo ist mein Geld? Hier ist mein Geld. Na gut. Nehmen wir halt unsere Platinmünze. Nachschmieden. Wir schauen, dass wir hier ein ordentliches Schwert bekommen. Legendär, das ist ja schon was. Plötzlich haben wir schon 45 Nahkampfschaden. Sehr gut, sehr gut. Und auch einen gestörten Stab, Giftstab brauchen wir nicht. Ein Überlegener ist natürlich auch schon wieder besser. Dieses Amarok haben wir hier ein Überlegenes. So, wir haben hier auch noch eine Wundertüte. Zack, zack, zack. Da haben wir Vampirhosen oder Fuchs, also Vampirgewand oder Fuchsgewand. Wir können jetzt mal Halloween-mäßig das hier machen. So, und die Vampirmaske, da sehen wir doch hübsch aus. Yay. Okay. Dann das Zeug, ups, den nicht, aber das andere Zeug alles stapeln. So, der Hase ist auch verkleidet. Oh, das macht richtig gut Schaden jetzt. Gehen wir mal runter. Ja, aber ich würde sagen, wo gehen wir hin? Da schauen wir mal. Die machen noch viel zu viel Schaden. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.